Herzlich willkommen, meine Freunde, zu den Zappy Game Awards, die wichtigsten, die größten und anerkanntesten Awards, die es auf diesem Erdball gibt. Deswegen müssen wir diesen riesen Kanal wählen, weil es gibt einfach keine angemessene Plattform dafür. Ich heiße euch auf jeden Fall herzlich willkommen. Es ist die zweite Ausgabe der Zappy Game Awards. Im letzten Jahr gab es sie schon. Da ging das Video, ja, eine gute Stunde. Dieses Mal soll es etwas weniger lang sein, denn, ja, muss ja nicht sein. Es ist Silvester, ihr wollt ja feiern gehen und ich auch. Und deswegen machen wir nicht so ein übertrieben langes Video. Es wird 15 Kategorien geben, in denen ich auswähle, was die besten Spiele sind. Und zwar nicht nach eigenem Geschmack, sondern richtig ordentlich recherchiert und bewertet. Und mit dabei sind zum einen die erste Kategorie. Wir wollen mit dem schlechtesten Award anfangen und mit dem besten aufhören. Weil das Beste kommt zum Schluss und ich möchte das Jahr 2017 mit einem positiven Eindruck verlassen. Okay. Die Kategorien wären die erste, die gleich kommt. Enttäuschung des Jahres. Und dann der Soundtrack des Jahres. Die beste Grafik des Jahres. Die beste Story des Jahres. Und dann natürlich das beste Sportspiel. Das beste Rennspiel. Das beste Indie-Spiel. Das beste Adventure, das beste Rollenspiel, das beste Actionspiel, das beste Strategiespiel, der beste Shooter. Die größte Überraschung, die beste Erweiterung eines Videospiels und natürlich am Ende das Spiel des Jahres, was dann aus den ganzen besten Sport, Rollenspiel, Strategie, Shooter, daraus dann das Beste halt. Wir wollen auf jeden Fall mit der ersten Kategorie beginnen und das ist die Enttäuschung des Jahres. Im letzten Jahr hat sich Virginia diesen zweifelhaften, ehrenvollen ersten Platz gesichert. Ein Detektivspiel, was extrem gut und gehypt war, bevor es erschien. Und nachdem ich die Demo gespielt hatte, ja, hatte sich das mit dem Hype dann auch erledigt. Diesmal war ich genauso gehypt auf dieses Spiel. Als ich die erste Vorschau gesehen habe, dachte ich mir, boah, richtig geil. Wenn das Spiel gut wird, wird es auf jeden Fall gekauft. Und ja, bis heute habe ich es nicht. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass das Spiel echt mies ist. Ich sage kurz davor noch was, wie ich bewerte. Und zwar nach Gesamteindruck. Ich habe nicht alle Spiele gespielt, klar, so viel Geld habe ich nicht und so viel Zeit schon gar nicht. Ich habe aber, wenn ich es nicht selber gespielt habe, auf jeden Fall mehrere Tests gelesen, mehrere Testvideos gesehen und Let's Plays dazu gesehen. Gott lobe die Let's Plays, ihr wisst gar nicht, wie gut man ein Spiel testen kann, wenn man nur zuschaut und auf die ganzen kleinen Details achten kann, auf die man als Spieler vielleicht gar nicht so achtet. Bei unserem Kandidaten für die Enttäuschung des Jahres, und ich löse es jetzt auf, es ist Troll and I. Bei dem guten Troll and I war ich sehr gehypt und leider muss ich sagen, kauft es nicht. Es ist eine Kaufwarnung tatsächlich, denn ich habe Let's Plays gesehen und dieses Spiel hat einfach so viele Fehler und sieht auch noch schlecht aus. In den Trailern sah das deutlich besser aus, im fertigen Spiel sieht das wirklich schlecht aus. Und die Fehler reichen hin zu normalen Programmfehlern, ein bisschen Bugs, bis hin zu kompletten Spielabstürzen, kompletten Game-Stoppern, wo es einfach anhängt, Frame-Einbrüche und Animationsfehler, heiliger Bockmist. Schaut euch mal ein Let's Play von Troll and I an und dann sagt mir, dass da keine Animationsfehler sind. Die ganzen Animationen passen nicht zusammen, der Übergang in andere Bewegungen sieht so schlecht aus. Ei, nein, das kann ich so niemals durchgehen lassen. Und es hatte einen harten Kampf mit Star Wars Battlefront 2, aber ganz ehrlich, nein, nein. Star Wars Battlefront 2 ist deutlich besser als Troll and I. Leider für mich die Enttäuschung des Jahres. In der zweiten Kategorie von den Zappy Game Awards 2017 geht es um den Soundtrack des Jahres. Und da spielt alles eine Rolle, ja. Umgebungssound, genauso wie Musikstücke. Da habe ich einige Spiele unter die Lupe genommen, die ich von vornherein auch schon weit vorne gesehen habe. Ja, oh, ich verrate nicht, welche Spiele. Die tauchen vielleicht auch noch woanders auf. Und deswegen, im letzten Jahr übrigens hat Mafia 3 gewonnen. Mafia 3 ist kein so gutes Spiel. Ich habe es Let's Played. Es macht auch Spaß, aber es hat sehr, sehr viele Macken. Also, es war auch eine Enttäuschung eigentlich. Nicht so eine Enttäuschung wie Virginia letztes Jahr, aber es war enttäuschend schwach. Aber es hatte einfach einen perfekten, stimmigen Soundtrack
Und das ist auch in diesem Jahr der Fall, denn der Gewinner bester Soundtrack des Jahres ist Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild ist nicht nur ein sehr, sehr gutes Spiel, also ein wirklich sehr gutes Spiel, hat natürlich auch ein paar Macken in der Grafik. Die Grafik sieht super aus, aber mir sind da einige Sachen wie Texturen und so aufgefallen, die nicht ganz so geil sind. Aber an sich ein super Spiel und der Soundtrack ist einfach, der ist einfach genial. Es gibt einfach richtig, richtig viele Musiktitel, aber es ist auch immer ruhig und dezent gehalten. In Kämpfen ist es dann wieder ein bisschen rauer. Der Sound wirkt sich, also die Geräusche wirken sich auch auf Schleichangriffe aus. Also da wird auch gut mit dem Sound gespielt. Die Umgebungsgeräusche, wenn Wind umher weht und man hört den so leichten Säuseln. Und natürlich hatte es wirklich harte Konkurrenz, zum Beispiel Star Wars Battlefront 2, weil der Sound und der Soundtrack von Star Wars einfach episch ist. Aber ich muss das Ding einfach an Nintendo geben. Sie haben das sauberere Gesamtbild gezaubert und ja, deswegen geht dieser Preis an Nintendos Zelda Breath of the Wild. Und dann machen wir weiter mit der dritten Kategorie und das ist die Grafik des Jahres. Im letzten Jahr war es Uncharted 4 ein Konsolentitel, obwohl die Master Race ja der PC ist. Aber es konnte kein Spiel gegen Uncharted 4 anstinken und auch in diesem Jahr ist es ein Konsolentitel geworden. Ja, liebe PC-Entwickler, da ist deutlich mehr rauszuholen, denn ihr wurde 2 Jahre hintereinander von einem Konsolenspiel geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ein höhnischer Applaus an alle Grafikdesigner. Nein, Spaß, es gibt auch sehr schöne Spiele für den PC. Aber das Schönste gab es auf der PlayStation 4 und das war Horizon Zero Dawn. Man darf gerne das Spiel nicht mögen. Es ist auch nicht jedermanns Sache. Ich fand es extrem geil. Es gibt aber genug Leute, die das total schlecht fanden oder denen das einfach nicht gereicht hat, was sie da geboten bekommen haben. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand die offene Welt sehr stark. Die Texturen waren überragend gut scharf und dieses ganze Design der Maschinenwesen, die verschiedenen Orte auf der Weltkarte, wo es dann von der Wüste in die Fauna ging, dann hatte man diese Eisberge und sowas, das war schon, boah, jetzt fällt mir hier fast alles runter, das war schon sehr, sehr gut. Insgesamt, klar, Star Wars Battlefront 2 muss ich hier als Beispiel nehmen, weil es hat einfach eine überragend gute Grafik. Star Wars Battlefront 2 ist fast schon fotorealistisch, aber es gibt einfach so viele Sachen, viele Details, die bei Star Wars einfach nicht da sind. Und ich habe da extrem drauf geachtet, wie sich zum Beispiel die Umgebung verhält, welche Rolle spielt der Wind, wie bewegt sich die Kleidung, spielt Wasser eine Rolle, wie wirkt sich Wasser auf den Charakter, auf die Kleidung aus, wie verfärbt sie sich, wie sind die Animationen, wie sind die Haare, das sind alles Sachen, die eine wichtige Rolle spielen, wie sind die Wettereffekte und ja, insgesamt ist einfach Horizon Zero Dawn das schönste Spiel dieses Jahr gewesen, hat einfach alles stimmig gepasst und deswegen für mich auf jeden Fall ein verdienter Sieger. Und wir springen sogleich zur nächsten Kategorie und diesmal geht es um die Story des Jahres. Die beste Geschichte in einem Videospiel dieses Jahr. Im letzten Jahr, sage ich kurz, war es Tyranny, ein Rollenspiel, was extrem lang ist, ein Oldschool-Rollenspiel, sowas wie Pillars of Eternity, falls ihr das kennt, oder Tides of Numenera oder so, ich weiß jetzt nicht genau. Diese Rollenspiele sind ja sehr, sehr, sehr textlastig und die Story von Tyranny war extrem stark. Ich habe das Spiel durchgespielt und es hat einfach alles eine Auswirkung. Egal, was ihr macht, es hat früher oder später eine Auswirkung, eine direkte und eine spürbare. Und das hat das Spiel so großartig gemacht. In diesem Jahr geht der Titel an ein Rollenspiel. Und zwar ein Rollenspiel, was vielleicht gar nicht mal jeder auf dem Schirm hat. Und zwar geht der Award für die beste Story an Nier Automata. Nier Automata ist ein Japan-Rollenspiel, also ein JRPG mit einem actionlastigen Kampfsystem und einer sehr reifen, sehr abwechslungsreichen und vor allem extrem emotionalen Geschichte.
Und wer da nicht schlucken muss, wenn er das Spiel spielt, und ich empfehle es euch hier ausdrücklich, dieses Spiel zu spielen, der hat kein Herz. Der kann einfach kein Herz haben, denn es ist sehr, sehr berührend. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man das Spiel sieht, aber glaubt es mir, spielt dieses Spiel und ihr werdet auf jeden Fall die beste Geschichte des Jahres 2017 erleben, die ein Videospiel erzählt hat. Viel mehr brauche ich nicht sagen. Ich muss das Spiel jetzt hier nicht in den Himmel loben. Es ist ein wunderbares Spiel. Es ist nicht das beste Spiel des Jahres. Ja, das kann ich schon verraten. Es macht ja auch nicht mit. Ja, also Story, Grafik, Soundtrack reicht nicht aus. Es muss schon das beste Spiel in seiner Kategorie sein. Und das ist es halt einfach nicht. Aber es hat trotzdem die beste Geschichte. Und es ist auch wirklich ein sehr gutes Spiel. Das ist jetzt nicht irgendwie ein total schlechtes Spiel mit einer geilen Story, sondern es ist ein sehr gutes Spiel mit einer überragenden Story. Und deswegen der verdiente Sieger Nier Automata. So, meine Freunde, und jetzt kommen wir zu den ganzen Spiel des Jahres-Anwärtern, aber in ihren eigenen Kategorien. Wir fangen an mit der. Jetzt geht's ein bisschen schneller, ja? Das war der Anfang, die coolen Awards, jetzt kommen die normalen Awards und dann werden wir auch das Video schon beenden. Also jetzt hört sich das an, als wäre es gleich zu Ende, dauert aber noch ein bisschen. Denn wir springen in die Kategorie Sportspiel des Jahres. Und zwar insgesamt. Ausgenommen sind Rennspiele, ja? Es ist auf jeden Fall das letzte Jahr gewesen, da war es FIFA 17. Natürlich war auch FIFA 18 wieder im Rennen, allerdings gab es nicht so viele Änderungen und deswegen ist es nicht das Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres 2017 in der Kategorie Sport ist Madden NFL 2018. Warum Madden NFL? Weil ich ein totaler NBA-Freak bin. Haha, Scherz. Es ist natürlich NFL und nicht NBA. So viel weiß ich auch, aber ich habe mit Football nichts am Hut. Gar nichts. Auch mit Basketball nicht, ja, um das Ganze aufzuklären. Nein, aber Madden NFL liest sich gut. Ich habe sehr viele Tests gelesen und ich habe auch Let's Plays verfolgt, auch aktiv verfolgt, deutsche Let's Plays, weil mir das einfach sehr gut gefallen hat, auch wenn ich nicht viel verstanden habe. Aber je mehr man davon sieht, desto mehr versteht man auch davon. Es sieht nicht nur sehr interessant aus und auch nicht nur sehr gut, sondern es besitzt auch eine extreme Tiefe. Und ich glaube, es hat sich auch ein gewisser Sprung abgezeichnet und deswegen ist einfach NFL 2018 dieses Jahr das Sportspiel des Jahres. Und dann springen wir direkt zum Rennspiel des Jahres und ihr kennt mich, ich habe mit Rennspielen nichts am Hut, ich kenne mich da auch nicht aus, ich spiele sie auch nicht selber. Das einzige Spiel, was ich vielleicht gespielt hätte, wäre Need for Speed Payback gewesen, aber das fand ich insgesamt dann doch nicht so spannend, obwohl mir die Trailer echt gut gefallen haben. Da hätte ich drauf wetten können, dass ich mir das hole. Wer weiß, vielleicht hole ich es mir ja noch, aber mich schreckt es ein bisschen ab, dass man da so extrem viel grinden muss. Zumindest hat man das in mehreren Tests gelesen. Und ja, letztes Jahr war Trackmania Turbo das Rennspiel des Jahres. Und in diesem Jahr, es gibt natürlich viele Anwärter, die Forza-Reihe war wieder vertreten. Gran Turismo Sport ist rausgekommen, aber die haben alle nicht gewonnen, auch Formel 1 hat nicht gewonnen, obwohl mir das sehr, sehr gut gefallen hat, was ich da an Let's Plays gesehen habe. Aber nein, der Sieger ist Dirt Rally. Dirt Rally ist der Sieger, da habe ich mir auch viel angeguckt und es hat für mich einfach ein, ja, für mich hat es den besten Eindruck gemacht. Es hat sehr gute Wertungen erhalten, es wurde positiv, durchweg positiv in den Tests gelobt. Es hat sogar, man muss sich mal überlegen, es hat zwei verschiedene Fahrphysiken. Einmal eine etwas arcade-lastige, die einfacher zu steuern ist, und eine Simulation-Fahrphysik, die dann natürlich den echten Rallye-Rennen etwas näher kommt. Und das sind nur so Kleinigkeiten. Dann gab es die Grafik, diese Dreckeffekte an den Autos. Das hat einfach ein stimmiges Gesamtbild und für mich auf jeden Fall liest es sich so und deswegen geht der Award Bestes Rennspiel dieses Jahr an Dirt Rally. Weiter geht es mit dem besten Indie-Spiel des Jahres. Das ist immer eine ganz spannende Kategorie, weil es gibt so viele Indie-Spiele. Ei, das sind so, es ist einfach so eine so breite Masse und Auswahl, da irgendwas richtig Gutes rauszupicken oder nur sich für eins zu entscheiden, denn es gibt viele gute Spiele im Indie-Bereich.
Ist schwierig, ist schwierig. Letztes Jahr hat es Darkest Dungeon geschafft und in diesem Jahr, ich mache es kurz und schmerzlos und vielleicht könnt ihr es euch denken, ich weiß es nicht, aber es ist Cuphead. Cuphead ist ein Shoot'em'up, beziehungsweise ein Jump-and-Run-Shoot'em'up-Mix, was einen Comic-Stil hat, so von diesen ganz, ganz alten Mickey-Mouse-Comics und so. Dieser Grafikstil sieht sehr, sehr gut aus, ist sehr anstrengend zu spielen, weil es auch total schwer ist, aber es ist auch fair. Ich muss sagen, ich hab's gespielt für den PC. Ich würde es nicht let's playen, weil ich rege mich da tierisch auf über das Spiel und ich verfluche dieses Spiel aufs Böseste, aber im Endeffekt muss ich sagen, wenn ich wirklich gescheitert bin, dann war es halt mein Fehler. Ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass das Spiel unfair ist. Es hat schwere Bosskämpfe, schwere Level, aber die Bosskämpfe sind wirklich sehr abwechslungsreich. Aber das Problem ist, dieses Spiel hat eine sehr, sehr gute Steuerung und es ist punktgenau. Egal, ob es eine Kollisionsabfrage ist oder ob es das Springen ist, dieses Spiel ist von der Steuerung einfach so gut, dass wenn du stirbst, bist du selber schuld. Dann bist du nicht gut genug gewesen und das nervt. Das nervt so. Aber ja, Cuphead ist auf jeden Fall mein Indie-Spiel des Jahres. Nicht nur, weil ich selber gespielt habe, sondern auch, weil es von der Fachpresse, muss ich sagen, sehr gut weggekommen ist, wurde auch durchweg positiv bewertet. Es ist kein Vollpreisspiel, weil es ein Indie-Titel ist. Es kostet vielleicht 20 Euro oder so. Und wer Jump'n'Runs mag und wer vor allem diese Art von Grafik mag und so, das ist ja ein bisschen speziell, die Grafik, aber das Spiel ist richtig, richtig stark. Kann ich nur empfehlen. Cuphead also, mein Indie-Spiel des Jahres. Die nächste Kategorie, meine Freunde, ist das Adventure des Jahres und hier, ja, gab es natürlich auch wieder eine riesengroße Auswahl, wirklich. Das ist so schwer manchmal, da das Richtige rauszupicken, aber ich muss sagen, ich bin stolzer Besitzer einer Switch-Konsole mittlerweile, ja. Ich habe sie schon vor Weihnachten bekommen, deswegen kann ich auch jetzt aus eigener Erfahrung endlich sprechen. Und ja, mein Spiel, mein Adventure des Jahres ist Super Mario Odyssey. Es ist natürlich wieder ein Mario-Spiel, was komplett jeden Wunsch erfüllt. Es ist ein Open-World-Mario. Was heißt ein Open-World-Mario? Es ist ein richtiges, richtiges, richtiges 3D-Mario. Nicht sowas wie Super Mario 3D World, was wirklich auch ein starkes Spiel war und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hab's ja auch let's played. Könnt ihr euch übrigens auch gerne angucken. So Zwinker, Zwinker, Eigenwerbung und so. Ihr wisst Bescheid. Ist ein sehr gutes Spiel, macht richtig viel Spaß, aber Mario Odyssey fühlt sich wieder so richtig nach Mario an. So ein richtiges AAA 5-Sterne Deluxe Mario Menü. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dieses ganze Sammeln, das Erkunden, das Entdecken. Es gibt so viele versteckte Sachen, die man finden kann. Ist einfach herrlich und Mario macht das wie kein anderes Spiel. Und deswegen das beste Adventure 2017. Super Mario Odyssey. Letztes Jahr, noch kurz erwähnt, war es Last Guardian, dieses Spiel, was 7 oder 8 Jahre in Entwicklung war von Sony. Diesmal geht dieser Preis an Nintendo. Und es geht weiter mit meiner Lieblingskategorie. Es ist nun mal so, ich bin ein Rollenspiel-Fanatiker, ich liebe Rollenspiele über alles und ja, Rollenspiel des Jahres 2017. Auch hier gab es viele Kandidaten. Auch hier hatte die Switch noch ihre Rolle gespielt, denn es gibt ein Rollenspiel, wo ich richtig gehypt war. Zelda, okay, das ist ja schon länger draußen, jetzt für die Switch halt nochmal. Aber es gab ein Rollenspiel, was exklusiv für die Switch noch kam dieses Jahr und das ist Xenoblade Chronicles 2. Und es ist so geil. Dieses Spiel ist einfach sowas von geil, aber ich musste mich zusammenreißen, denn es hat nicht gewonnen. Es gab ein Spiel, was einfach noch dieses i-Tüpfelchen besser war. Ja, dieses ganz kleine bisschen, dieses ein Quantum besser. Letztes Jahr hat Final Fantasy 15 gewonnen und es gab nicht allzu viel Konkurrenz. Ja, dieses Jahr gab es sehr viel Konkurrenz und durchgesetzt hat sich bei Rollenspiel des Jahres Persona 5. Persona 5 ist ein geniales JRPG-Spiel. Und ich hatte erst vor, mir das nicht zu holen, hab mich dann umentschieden und es nun doch geholt, weil ich konnte nicht widerstehen. Ich konnte nicht widerstehen, mich hat da ein bisschen was gestört, was im Hintergrund abgelaufen ist. Es ist dann doch nicht ganz so abgelaufen, wie es kommuniziert wurde in den Medien. Und ja,
Ihr kennt das, wenn ich etwas boykottieren möchte, dann tue ich das. Schöne Grüße, Shoutouts an Star Wars Battlefront 2. Wie erkläre ich das? Es ist ein JRPG, wo man quasi als Highschool-Schüler oder als, ja, einfach als Schüler, als Highschool-Schüler kann man schon sagen, als junger, heranwachsender, Erwachsener, so 16 Jahre oder so, man besucht die Highschool, man geht dort zur Schule, man lernt dort, man geht nach Hause, man hat halt ein ganz normales Leben am Anfang und plötzlich wird man in ein Paralleluniversum eingeführt, wo du eine ganz andere Person bist. Du bist so eine Art Meisterdieb und die Grafik ist einfach genial, dieses Art-Design. Das ist von vorne bis hinten einfach nur durchgestylt. Das, was man natürlich negativ erwähnen muss, ja, muss, ist, dass es keine deutsche Lokalisierung hat. Es gibt weder deutsche Texte, noch irgendwelche deutschen Sprecher. Das Gute ist, das Backcover von der Verpackung ist auf Deutsch. Das finde ich auch bei solchen Spielen immer ganz, ganz wichtig. Das ist komplett auf Englisch, aber Hauptsache hinten steht drauf, super tolles Japan-Rollenspiel. Ja, als wenn das jemanden interessiert, meine Fresse. Ja, lokalisiert die Spiele mal lieber, dann sind die auch einfacher zu Let's Playen und dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber mein Englisch reicht halt, um das Spiel zu spielen und auch zu verstehen und auch so ohne Ruckler durchzukommen. Aber wenn ich es Let's Playen würde, müsste ich so viel übersetzen und ob ich das dann hinbekomme, dass das dann auch noch gut wird, ja, weiß ich nicht. Deswegen, das ist ein krasser Minuspunkt, aber ich bewerte ja nicht die Möglichkeit, ein Let's Play davon zu machen, sondern das Spiel an sich und das ist einfach genial. Es ist genial, es ist super gesprochen auf Englisch, ich habe mir die japanische Version nicht angetan, es tut mir leid, ich weiß, JRPG-Fans und so, die rasten immer aus, wenn man es auf Englisch spielt. Ich kann diese Pieps-Stimmen aber nicht ertragen, es tut mir leid. Deswegen, die englischen Sprecher sind genial, die japanischen sind halt japanische. Die hören sich doch alle gleich an. Ja, und das ist nicht rassistisch gemeint. Die hören sich wirklich alle gleich an. Das auf jeden Fall, das Rollenspiel des Jahres. Glückwunsch an Persona 5. Es hat mich viele, viele Stunden lang begeistert. Ich glaube, ich habe 60, 70 Stunden da drin versenkt. Und das im Sommer. Das muss man sich vorstellen, ich habe das im Sommer durchgespielt, wo ich eigentlich auch jeden Tag draußen war. Ja, aber die Zeit habe ich mir genommen. Geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Und nach der Kategorie Rollenspiel springen wir zur nächsten und die heißt das Strategiespiel des Jahres im letzten Jahr aus deutschen Landen, Shadow Tactics. Ein sehr, sehr cooles, was an Kommando erinnert, so ein Shaolin-Asien-Spiel. Sehr, sehr cool gewesen. Dieses Jahr gab es drei Anwärter und ich werde sie alle nennen und den Gewinner zum Schluss. Es war ein Anwärter, Warhammer Dawn of War 3. Ist ein verdammt cooles Strategiespiel, was ich mir leider nur anschauen konnte. Bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden, das zu kaufen und dementsprechend zu spielen. Aber, boah, hat mir das gut gefallen. Hat mir das gut gefallen und das, obwohl ich in Sachen Warhammer-Universum ein totaler Noob bin. Genauso wie bei Warcraft, ich habe da keine Ahnung von. Aber, boah, das Spiel ist echt geil. Das ist echt richtig geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann gab es noch Endless Space und es hat nur ganz knapp verloren gegen unseren Sieger. Endless Space, auch so ein Science-Fiction-Strategiespiel, so rundenbasiert auch und ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also Warhammer ist übrigens Echtzeitstrategie gewesen, Endless Space war Rundenstrategie, aber der Gewinner kommt hier aus dem Hause Ubisoft. Ubisoft hat ein Strategiespiel entwickelt, womit man eigentlich nicht gerechnet hat, weil es sieht aus, als wäre es von einem anderen Entwickler. Und zwar rede ich von Mario plus Rabbids Kingdom Battle, glaube ich, heißt es, ja. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Was ist das denn bitte für ein geiles Strategiespiel im Mario-Universum? Die Rabbids sind los, es ist saulustig, wirklich, es ist extrem lustig, das Spiel. Aber nicht nur das, es bietet auch, ich habe damit nicht gerechnet, ich dachte, das wird so ziemlich einfach durchzuspielen und alles, aber so ist es nicht, es ist echt fordernd, es ist total cool, es gibt solche Angriffsketten, es hat viele alberne Waffen, aber das passt halt alles, es passt einfach alles rein, sogar die Story ist ganz lustig, die Kulissen sind super, die Animationen sind flüssig, es ist technisch extrem imposant umgesetzt und ja, Ubisoft hat das Spiel entwickelt und es sieht einfach aus, als wäre das gerade aus der Feder von Nintendo entsprungen.
Da gibt es nichts zu meckern. Und egal wie gut andere Strategiespiele waren, ich finde Mario plus Rabbids Kingdom Battle ist allen ein kleines Stück überlegen. Natürlich kann man sagen, ja, das ist quietschbunt und ich mag eher die ernsteren Spiele. So geht es mir auch. Also ich fand Dawn of War persönlich, für mich alleine, hätte ich gesagt, so war eher Dawn of War. Ja, beides geil, beides lohnt sich zu spielen, aber eher Dawn of War. Aber ich muss ja auch objektiv bewerten und die verschiedenen Aspekte beleuchten. Und da kann ich einfach nur sagen, dass Mario plus Rabbids das bessere Strategiespiel ist. Es ist rundenbasiert und es macht so irrsinnig viel Spaß. Also wer wirklich Zweifel hat, ob die Switch was für ihn ist, wenn ihr mit Mario was anfangen könnt und auch so Xenoblade Chronicles oder Zelda gut findet, ja, dann führt kein Weg an eine Switch vorbei. Und bei mir war es auch klar, dass ich sie mir früher oder später hole. Und es ist, ohne Scheiß, es ist die perfekte Zweitkonsole. Wenn ihr eine Xbox habt, ist die Switch besser als eine PS4. Wenn ihr eine PS4 habt, ist die Switch besser als die Xbox. Und wenn ihr einen PC habt und überlegt, eine Konsole zu holen, dann ist die Switch immer noch eine gute. Immer noch eine gute, wobei ich dann eher zur PS4 tendiere, weil sie die besseren Exklusivtitel hat. Aber Nintendo hat sich also in diesem Jahr schon sehr, sehr gesteigert, was die Wii U angeht. Die Switch hat jetzt schon bessere Spiele als die Wii U und dementsprechend ein richtig, richtig gutes Spiel. Und so ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube, so richtig wahrgenommen wird das noch gar nicht. Das ist echt ein ganz starkes Strategiespiel. Und in der nächsten Kategorie geht es um den Shooter des Jahres. Im letzten Jahr ist es Battlefield 1 geworden. In diesem Jahr wird es nicht Battlefront 2 werden. Es tut mir leid, die ganzen Seitenhiebe gegen Battlefront 2, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig, aber das Spiel ist auch nicht lustig. Von daher ist es schon gerechtfertigt, dass ich die hier mal so ein bisschen auf die Schippe nehme, damit Battlefront 2 besser wird. Deutlich besser. Denn, oder ein neues Star Wars Spiel kommt raus, ein geiles Adventure oder ein geiles Rollenspiel, dann bin ich zufrieden und dann halte ich auch die Schnauze, was Battlefront angeht. Vorher werde ich es nicht lassen. Vorher werde ich es nicht lassen und euch weiter immer schön auf den Pisser gehen. So, Shooter des Jahres 2017 ist für mich Prey. Prey ist ein sehr guter storybasierter Shooter. Ja, es gab wieder andere Shooter. Es gab Call of Duty, es gab Battlefront, es gab, was weiß ich, was es alles gab. Alles Mögliche, zum Beispiel Wolfenstein 2, New Colossus, auch ein sehr guter storybasierter Shooter. Aber insgesamt fand ich einfach Prey den besseren Shooter. Sehr, sehr gute Grafik, sehr, sehr coole Story, richtig coole Story mit guten Twists. Die Gegner haben mir nicht so gut gefallen. Diese komischen schwarzen Matschdinger, nee, das war nicht so gut. Aber ansonsten, ja, es hat ein paar Schockmomente. Es ist einfach ein durchweg gelungenes Spiel. Ich hatte die Möglichkeit, auch hier Resident Evil 7 zu nehmen, aber es war eher ein Horrorspiel und die Kategorie Horror gibt es nicht. Also wäre das in die Kategorie Adventure eher gefallen. Und da hat es zu starke Konkurrenz. Also Prey ist für mich ein Ego-Shooter, ein Science-Fiction-Ego-Shooter und ist, sehr gut und deswegen verdient meiner Meinung nach Ego-Shooter des Jahres 2017. Weiter geht es mit dem Action-Spiel des Jahres 2017. Letztes Jahr natürlich Uncharted 4, was auch gleichzeitig unser Spiel des Jahres war. Deswegen stehen die Chancen für unser Action-Spiel 2017 vielleicht gar nicht so schlecht. Und unser Action-Spiel 2017 kommt aus dem Hause Ubisoft. Was kann das schon sein? Es ist nicht Schatten des Krieges, Mordor Schatten des Krieges, auch ein sehr, sehr gutes Action. Ja, ist auch ein bisschen Adventure eher, Action-Adventure. Aber egal, das zählt schon auch mit, das kann man schon mit zur Action zählen, da ist sehr, sehr viel Action bei. Genauso wie bei unserem Sieger 2017, das Actionspiel des Jahres, ist für mich Assassin's Creed Origins. Denn nach einem Jahr Pause kam Assassin's Creed Origins jetzt raus. Und die Pause hat dem Spiel extrem gut getan. Man sieht es nicht nur bei Animation und Grafik, sondern auch bei Story und Geschichte. Das Setting ist super, macht richtig Spaß, im Ägypten da rumzuspringen und ein bisschen zu meucheln. Und ja, deswegen finde ich auf jeden Fall verdient unser Actionspiel des Jahres 2017, Assassin's Creed Origins. Dann kommen wir noch zur Überraschung des Jahres. Die Überraschung des Jahres 2016 war die Zwerge.
Ein Spiel, welches ich auch unbedingt noch Let's Playen möchte. Ich weiß nur nicht, wann ich dazu komme, aber ich bin guter Dinge, dass es im Jahr 2018 zu einem Let's Play von die Zwerge kommen wird. Oder ja, ich verspreche es einfach mal. Ich verspreche, dass ich 2018 die Zwerge Let's Playen werde. Aber ich kann noch nicht sagen, wann. Ich sage euch, ich werde es Let's Playen und ich werde es auch beenden in diesem Jahr. Also, es ist ein Rollenspiel, ich weiß nicht, wie lange es ist, aber ihr könnt sicher sein, dass das nicht so lange dauert, bis es anfängt. Okay, unser Spiel, unsere Überraschung des Jahres 2017. In meinen Augen ein überragend gutes Spiel. Hellblade: Senua's Sacrifice. Meine Güte, ist dieses Spiel intensiv. Es sieht super aus und es geht echt an die Psyche. Nicht nur an die Psyche von Senua, sondern auch an die Psyche des Spielers. Es ist sehr, sehr spannend, es ist verwirrend, es ist grafisch anspruchsvoll, es hat einen wahnsinnigen Sound und ich empfehle es euch auch, dieses Spiel über Kopfhörer zu spielen. Wenn ihr Hellblade: Senua's Sacrifice spielen möchtet, bitte macht es über Kopfhörer. Es kommt viel, viel krasser über Kopfhörer als über die TV-Boxen oder eure Monitorboxen. Über Kopfhörer ist das Ganze viel, viel intensiver und das Spiel ist nicht so lang, deswegen sollte man das schon so intensiv und so stark und präsent wie möglich wahrnehmen und deswegen Senua's Sacrifice bitte über Kopfhörer hören. Unsere Überraschung des Jahres 2017. Und langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende der Zappy Game Awards. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video bis hierhin gefallen hat. Weiter geht es mit der Spieleerweiterung des Jahres. Im letzten Jahr war es Witcher 3 Blood and Wine. Einfach ein 30-Stunden-Add-on rauszuhauen, das ist schon mal krass und auch zum Preis eines Add-ons. Dieses Jahr war der Preis eines Add-ons schon sehr, sehr nah dran an einem Vollpreisspiel. Aber es kommt nichts drum herum. Die Erweiterung des Jahres 2017 ist für mich Uncharted Lost Legacy. Uncharted Lost Legacy kann man sagen, ja, kann man sich drüber streiten. Ist es wirklich eine Erweiterung oder ein Add-on oder ist es tatsächlich eher schon ein eigenständiges Spiel? Ich persönlich bin der Meinung, es ist ein eigenständiges Spiel, aber es wird euch halt als Erweiterung verkauft oder als Add-on, eher als Standalone-Erweiterung. Ja, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Standalone-Erweiterung. Und das heißt, es ist eine Erweiterung und Uncharted Lost Legacy ist einfach sehr, sehr geil. Es hat deutlich weniger Zwischensequenzen und Cutscenes als das Hauptspiel und ist deswegen auch vielleicht nicht ganz so hübsch im Gesamtbild, aber Uncharted Lost Legacy ist einfach ein Pflichtspiel für jeden Uncharted-Fan und es hat auch seine ganz, ganz starken Momente, sowohl grafisch als auch erzählerisch und deswegen gehört das auf jeden Fall zu den Highlights dieses Jahr für mich. Erweiterung des Jahres, Uncharted Lost Legacy. Und es ist soweit. Es ist soweit, das Spiel des Jahres muss gekürt werden. Das Spiel des Jahres wird gekürt von mir. Letztes Jahr Uncharted 4, also man sieht sehr, sehr viel Uncharted. Und ja, wir gehen nochmal durch, wer die Chancen hat, überhaupt mitzumachen. Wir sehen natürlich die Enttäuschung des Jahres, Troll and I ist nicht dabei. Soundtrack des Jahres mit Zelda Breath of the Wild nicht dabei. Dann Grafik des Jahres mit Horizon Zero Dawn, na, nicht dabei. Und auch Story des Jahres, Nier Automata, nicht dabei. Aber die Spiele, die in Frage kommen, wären Madden NFL 2018, Dirt Rally, Cuphead, Super Mario Odyssey, Persona 5, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, Prey, Assassin's Creed Origins, Hellblade. Und das war's. Die Erweiterung zählt natürlich nicht mit, auch wenn Uncharted ein eigenständiges Spiel wäre. Ja, ihr habt die Kategorien gesehen. Ihr wisst, welche Spiele gewonnen haben. Und ja, dementsprechend wisst ihr auch, welche Spiele jetzt im Rennen sind. Spiel des Jahres 2017 ist Super Mario Odyssey. Herzlichen Glückwunsch an Nintendo, ihr habt den begehrtesten Gaming Award der Menschheitsgeschichte auf eurer Seite. Super Mario Odyssey ist einfach ein durchweg perfektes Spielerlebnis. Egal ob ihr älter seid, egal ob ihr jünger seid, es ist
auch für die älteren Spieler was, weil Mario ist einfach Mario. Mario ist legendär und Mario hat jeder schon mal gespielt. Mario Odyssey ist einfach eine Wonne. Es macht einfach unendlich viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Die ganzen Monde und Münzen und Dinger zu sammeln, die es zu sammeln gibt. Die ganzen Geheimnisse zu entdecken, geheime Wege zu erkunden. Und diese wirklich kunterbunte, aber total liebenswerte Umgebung, diese ganze Welt, das macht einfach Spaß. Es macht einfach durchweg Spaß. Du hast niemals schlechte Laune, wenn du dieses Spiel spielst. Und ja, deswegen mein Spiel des Jahres, Super Mario Odyssey. Ich hoffe, euch haben die Zappy Game Awards gefallen. Es ist doch wieder sehr lang geworden. Es tut mir auch leid, aber ich kann es nicht ändern. Es ist ja auch eine Menge, was es zu erzählen gibt. 15 Kategorien. Aber es ist Videoform, das heißt, ihr müsst euch nichts durchlesen, es ist alles sehr entspannt und man kann es sich auch gut im Hintergrund geben, während ihr im Internet surft oder so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Awards gefallen haben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ist euer Spiel des Jahres, wo hättet ihr in der Kategorie vielleicht was anders gemacht oder geht ihr konform mit dem, was ich euch hier erzählt habe. Vielleicht seht ihr das ja auch komplett anders. Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber objektiv betrachtet sind das schon Wertungen, glaube ich, mit denen man leben kann. Wenn ich nur persönlich entschieden hätte, wären einige Awards ein bisschen anders ausgefallen, aber fairerweise muss man sagen, dass das Gesamtbild der Gewinner hier, das stimmt einfach. Es stimmt einfach. Ich arbeite an diesem Video, kann ich ja jetzt mal verraten. Ich arbeite an diesem Video seit Mitte Oktober. Mitte Oktober habe ich angefangen, die ganzen Tests mir durchzulesen und anzuschauen. Hier steckt wirklich extrem viel Arbeit drin. Das Video an sich ist kein Problem. Das Video an sich ist schnell gemacht. Das ist auch nicht besonders aufwendig. Ich habe die Grafiken alle aus dem letzten Jahr einfach übernommen. Und habe auch die ganzen Sounds und so. Das ist alles kein Problem gewesen. Aber das Recherchieren und das Bewerten der Spiele hat einfach sehr lange gedauert, weil ich ja eben nicht nur den Gewinner bewertet habe, sondern immer so zwischen 5 und 8 Spiele aus diesen verschiedenen Genres genommen habe und mir die alle wirklich durch und durch angeschaut habe. Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben und hoffe, dass das Ergebnis sich sehen lassen kann. Ich möchte euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Kommt gut in 2018 an. Wir werden uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wiedersehen, außer ich bekomme eine Rakete oder einen Böller ab, was ich nicht hoffen möchte. Ansonsten, ja, feiert schön, genießt den Abend. Was bleibt mir sonst zu sagen? Vielen Dank für dieses wunderbare Jahr auf YouTube. Danke für die krasse Unterstützung an jeden Einzelnen. Ich würde euch gerne alle beim Namen nennen, aber ich habe Angst, dass ich dann die Hälfte vergesse und das will ich nicht. Deswegen einfach allgemein, jeder darf sich angesprochen fühlen, der mir einen Kommentar, ein Like oder ein View einfach nur dagelassen hat. Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit dem Kanal eigentlich noch viel mehr erreichen könnten, aber ich kann halt wenig Werbung machen, Arbeit und so, ja. Deswegen ist der Kanal auch noch relativ klein, obwohl es ihn schon so lange gibt. Ich meine, ich habe jetzt fast 2000 Videos hochgeladen. Oder was heißt fast? Ich bin auf dem Weg, 2000 Videos hochzuladen. Dementsprechend, ihr habt auf jeden Fall Content bekommen bis jetzt und ich hoffe, dass der Content auch gut ist und auch in Zukunft gut sein wird. Und damit das Video nicht extrem lange wird, werde ich mich jetzt verabschieden. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ringehauen. Bis ins nächste Jahr.